Hallo und willkommen zur nächsten Folge. Folge 3, potenziell 4. Und ich würde sagen, wir machen weiter, ohne große Zeit zu verlieren. Halt, stopp! Halt, stopp! Wie heißt das Spiel? Nein. Soul Worker. Nein, das heißt. Das heißt. Soul Worker! Jawohl! Du bist schuld, wenn wir in dieser Folge wieder nicht geschissen. So, wir kriegen mit. Ja, okay, die Quest ist abgeschlossen. Der schwarze Klumpen Level 3. Freut mich voll, Befürworter. Mein Name ist Voy. Ich bin der einzige Arzt in Rukotown. Bevor das Sternhai-Korps nach Rukotown gekommen ist, habe ich alle hier behandelt. Jetzt, naja. Wie du siehst, bin ich jetzt ein freischaffender Arzt ohne Praxis. Früher in Grace City hatte ich eine gute Praxis, aber dann bin ich nach Rukotown gegangen, um zu helfen. Ich hätte mir nie erträumen lassen, dass es hier so gefährlich ist. Rukotown ist unglaublich gefährlich. Es liegt einfach zu nah an der großen Leere. Wir gehen davon aus, dass die große Leere sich in einer Ruhephase befindet. Aber unser Problem ist das Monstergetümmel. Leute, die sie einfach nur Monster nennen, wissen nicht, wovon sie reden. Woher sie kommen und wie sie so geworden sind, weiß ich nicht. Am schlimmsten ist, dass die Krankheiten übertragen. Sie infizieren die Menschen mit Krankheiten, von denen ich noch nicht einmal gehört habe. Vor 6 Monaten ist eine große Gruppe Monstergetümmel nach Rukotown eingedrungen. Das ist ein komischer Satzbau. Ja, egal. Damals hat es hauptsächlich die Kinder mit schwachem Immunsystem erwischt. Zu dem Zeitpunkt wurde auch meine Praxis vernichtet. Wäre der Sternhain-Korps nicht rechtzeitig gekommen, wäre Rukotown inzwischen von der Landkarte getilgt. Und selbst jetzt noch hält sich Monstergetümmel in der Nähe von Rukotown auf. Niemand weiß, ob es nicht wieder so weit kommen könnte wie beim letzten Mal. Meiner Meinung nach sprechen die Zeichen dafür. Die Leute, die hier wohnen, haben in letzter Zeit dieselben Symptome wie damals gesehen. Bitte töte den riesigen Wolf in Areal 43, der Dradar genannt wird. Bring mir dann seinen Kern. Dieser scheint die Ursache für die Krankheit zu sein. Hole pechschwarze Essenz von Draktar in finstere Jagd. Voll nice. Das war davor auch schon so. Jeder, der ihn gesehen hat, jeder, der sich in seiner Nähe aufgehalten hat, wurde krank. Weißt du, was die beste Medizin ist? Nicht sofort krank zu werden. Geil. Guter Tipp. Richtig guter Tipp. Du bist selber schuld, damit krank bist. Hätte ich krank sehen sollen. Ich bin kein Medizin. Ja, richtig. Was ist denn das jetzt hier? Du wirst das Problem bei der Wurzel packen. Ich bitte dich darum. Ja, dem Viech zieh mal einen Zahn, hätte ich gesagt, oder? Ich glaube, der war schon gesagt, gespoilert, wie der dritte Boss in Area 43 heißt. Scheiß drauf. Wollen wir hier noch. Hier gibt es ja noch eine Quest abzugeben, ja? Ja, mach ich. Und da hinten ist noch eine Quest zum Annehmen. Ja, aber hier ist noch was zum Abgeben. Mach ich. Ja, dann mach mal. Achso, du bist trotzdem, ja schon da. Sorry. Falls du dir trotzdem Sorgen machst, leere deinen Geist. Ja. Du wirst die Antwort in der Leere finden. Das war wieder der Standardsatz. Ja, einfach richtig. Einfach. Die neue Welt 2, Level 3. Da bist du ja. Du siehst müde aus. Aber bei den Datenmengen, mit denen du überschwemmt wurdest, ist das ja kein Wunder. Allerdings ist es alles wichtige. Sind es alles wichtige Dinge, an die du dich erinnern solltest. Ich würde dir gerne mehr erzählen, aber dein Gesicht sagt mir, dass das jetzt verloren Liebesmüh wäre. Gute Arbeit, jetzt ruh dich aus. Das ist jetzt Bauten, Alter. Erster. Stirb aber leise. Alter, ich schwör's dir, ich drück mir gerade so einen richtig ekligen Rülpser raus, Alter, und du so, gute Arbeit! Alter, ist das geil! I love it, baby. Gelin, oh, auf diese Frauenstimme freue ich mich, Sibo. Ich hab doch gesagt, ich mach keine Frauenstimme. Kannst du machen, wenn du willst. Deine Folge, mir egal, mach du was du willst. Ich mach keine Frauenstimme. Ja, mach was du möchtest. Meine Schwester ist ständig beschäftigt. Deswegen verbringen wir kaum Zeit miteinander. Aber ich schmolle gar nicht. Ich bin ein großes Mädchen. Na, du bist voll kleiner als ich, aber egal. Klein ist gleich niedlich? Niemals. Never. Jemand wie dich habe ich noch nie gesehen. Mein Name ist Katie. Warum ich hier bin, mir war langweilig. Guter Gott. Ich wurde zusammen mit meinem Schwesterchen. Meine Mama ist ganz da oben im Himmel am Arbeiten. Und Papa arbeitet in der Großstadt. Die freut sich aber mit ihrer Mutter gestorben ist. Warum nicht? Ah, ja. Früher gab es viele Kinder, die so groß waren wie ich, also klein. Aber jetzt sind die alle weit weggezogen.
Jetzt bin ich ganz allein. Oh. Deswegen mag ich Puppen. Jedes Mal, wenn langweilig ist, spiele ich mit ihm. Nice. Aber da, wo es so laut ist, habe ich mal eine kleine Puppe gesehen. Die war ganz klein und hatte einen großen Mund. Die hat sich so niedlich bewegt. Ich muss mal kurz einen Real Talk machen. An alle, die wo zuschauen. Der Zero Star spielt auch heute noch mit Puppen. Aber das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Weißt du das? Ich habe einmal in deinen Livestream reingeguckt, wie du in deinen Livestream nach 0 Uhr mit deiner Fatima-Puppe gespielt hast. Hab ich? Ja. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Dieser eine Gummipuppen-Erotik-Stream. Kannst du den? Ach, der von dir. Das war auch geheim. Mann, ey. Den mit den 77.777 Zuschauer. Weißt du das nicht mehr? Ja. Ruhig, auch wenn ich auf den Schneiderkund wartete. Sorry. Pornhub Star 83. Mann, ey. Sorry. Hey du, ich hätte so gerne diese Puppe. Ah ja, Zero, ich wusste es doch die ganze Zeit, Alter. Das hört sich falsch an. Ja. Riesige kleinen Soma in Areal 43. Alles klar, Alter. Ah, nice, also jetzt müssen wir ja da auch nochmal. Ja, geil. Also können wir das quasi alles auf einmal machen, oder? Ja. Alter, der Satz ist geil. Ja, wenn ich diese Puppe bekomme, leih ich sie dir auch auf. Ich will sie nicht haben. Ich will sie nicht haben. So. Jimmy! Hey Zero, wo bist du denn? Guck mal, Zero. Okay, jo, wir müssen wieder ins Areal 43, oder? Jo. Also, dann lassen wir mal den Lachs löppen, Alter. Du bist der Teamleader, mein Freund. Na komm. So. So, jetzt gibt's mal wieder ein bisschen Hack and Slay, Alter. Und ich soll sogar ein bisschen mehr, weil wir müssen sowieso erst das abschließen, um in der Story weiterzukommen. Richtig. Also, was heißt das für uns? Mindestens zwei Missionen schaffen wir in dieser Folge. Leute, wieso rennst du so schnell? Weil ich sprinte. Wie geht das? Ich will das auch. Ha? Doppelter. Okay. Oh, Alter, okay. Ein paar Frame-Einbrüche, Alter. Ja, stimmt, ich wollte meine. Voll gegeben, Alter. Lol, ich sprint ja auch, wie geil ist das denn? Bam, alle weggefickt, Alter. Warte mal, da liegt noch Geld rum. Liegt hier draußen noch was? Oh, was ist das denn? Was hab ich jetzt da eingesammelt? Irgendwas Rotes. Du machst jetzt nicht während der Folge deine Einstellung da. Doch, geht doch schnell. Ich muss ja eh auf dich warten. Ist noch Geld? So, Zeremonie hat er in der. Oh, yeah. Weißt du was, ey? Boah, Alter, Stufe 4, Alter, und ich kam auf meine Optik gerade nicht klar. Lol. Alter, das ist ja so ein Monsterspinn-Ding, Alter. Und weg da, das Ding. Ja, Panzer, so was. Oh, was ist hier? Ich habe hier irgendeine Waffe gefunden, glaube ich, oder? Kann das sein? Ist es nicht. LOL, Alter, hier gibt's. Alter, hier gibt's richtig geil in die Fresse, Alter. Ist das geil? Also siehst du die gleichen Items wie ich? Oder nee. Hat jeder seine eigenen Items? Sag mal, was ist Hems? Schicke deinen Freunden eine Nachricht, hänge. Ja, ja. Ich hab einen Schuh und eine Gitarre. Oh, stimmt, doch mal. Items. Schulterschutz. Nice. Anlegen. Gebunden. Nice. Was habe ich hier noch? Anlegen aufgrund der Charakterbeschränkung. Hä? Oh, ich habe eine Sense gefunden, oder? Könnte sein. Aber die kann ich ja nicht anlegen, oder? Ich habe Schwerter. Ja, kannst du verkaufen. Oder halt, wenn du irgendwann mal die mit der Sense spielst, ins Lager legen. Aber ja, alles gut. Nee, nee, ich glaube, das passt schon so. Also, ich habe jetzt einen Kopfschutz. Kann ich dir das auch noch anzeigen lassen? Ich glaube nicht. Schade. Das wäre cool. Egal, okay, dann lass mal weiter. Löppen alle. Voll rein, alle. Voll rein, alle. Bam. Okay, meine Angriffe gehen komplett ins Leere, alle. Läuft auf jeden Fall bei mir. Also ich erstmal eine Runde. Da habe ich das Ding zerpolstert, alle. Oh Gott, hier kommen noch Gegner, alle. Ruf, alle. Löppen muss er, Lörres, alle.
Bam, 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 zack, zack, Schlitz, Schlitz, alle. Geil! Und wir sind total deine Ezol macht, hebt sich den Boss auf. Bitte nochmal was? Deine Fähigkeit auf 7. Ja, ja, okay. Das heißt, ich will alright. Den Boss aufheben. Okay. Mama, gibt's hier noch was? Ah, stopp, ich hab da hinten noch was. Da liegt noch was. Ich auch. Was ist das? Was Rotes? Wieder irgendwas Rotes. Und so, wie es sieht aus wie ein Stein. Irgendein Item musst du da. Ah ja, das ist jetzt er. Und da drücken wir jetzt 7, ja? Jo. Rein, Alter! Rein in der. Alter. Bam, Alter! Okay, ich hab übelst viel Schaden bekommen, Alter. Truff, Junge! Truff! Down das Ding! Super geil! Super geil! Einfach nur draufrotzen, Alter! Super geil! I love it! Leute, das war's jetzt schon! Jo! Und das ist wieder ein S plus, Alter! Richtig nice! Okay, jetzt sag mir nochmal: Basisbelohnung, feste Ausbeute und zufällige Ausbeute. Du willst nur die Basisbelohnung. Und warum? Das ist doch voll unbelohnt. Die anderen Teile müsstest du dir mit so einem Schlüssel freischalten, die immer so auf und zu bekommst. Okay. Aber es lohnt sich meistens nicht. Außer vielleicht Zufallsbelohnung, aber. Das ist jetzt natürlich eh genug. Im Profil kannst du deine Charakterinfo ändern. Nice, Alter. Ich frage mich, warum ich so eine FPS-Einbrüche habe. CPU ist nicht annähernd ausgelastet. Ja, bei mir auch nicht, aber manchmal ist das halt so. Aber ich denke mal, so schlimm ist das nicht. Nee, das ist aber nur ganz kurz. Aber das sind ja nicht mehr so richtige FPS-Einbrüche, so auf 10 FPS runter. Von 90 runter auf 40. Ja, aber man sieht es trotzdem kurz ruckelnd bei mir. Warte, wir können zwei Missionen abgeben. Ja, dann komm mal ran zu der kleinen, von der, wo ihr jetzt eine Puppe ausgeliehen kriegt. Ach ja, ich bin wieder Kanal 2 drin. Mal wieder. Was? Ja. Digga, ja, was? Oh, tatsächlich. Ich automatisch über Kanal 2 rein. Oh man, das ist doch voll die Scheiße. Egal. Ja, das dauert nicht lange. Ja. So. Wow, du hast die Puppe? Hm? Konntest du sie nicht finden? Es war gar keine Puppe. Hm. Ich hab so Spaß gemacht, weil ich sehen wollte, ob du das weißt. War das nicht lustig? Ja? Nicht? Ja. Ich habe etwas Neues von Gelin gelernt. Bitte tu mir einen Gefallen. Du bist doch Gelin. Egal. Groß ist gleich niedlich. Nee, ist groß ist gleich niemals niedlich. Level 2. An dem lauten Ort sind auch noch ein paar größere Puppen. Wirklich, ich sag die Wahrheit, es sind echt Puppen. Sie sind so groß, dass man mit einer davon im Arm bestimmt toll einschlafen könnte. Ich bin zwar schon groß und kann alleine schlafen, aber ich muss mich auch um meine Schwesterchen kümmern. Ich werde sie daher meiner Schwester schenken. Hast du das kapiert? Sie muss größer als die anderen sein. Siegepanzer Soma in Areal 43. Ich hoffe, mein Schwesterchen freut sich darüber. Ich glaube nicht, dass sie sich darüber freut, einen Panzer-Zoom zu bekommen. Hast du das nächste auch schon angenommen, Simo? Ja, habe ich. Sehr schön. Jetzt weiter das mit dem Panzer-Zoom. Die schwarzen Klumpen Level 3. Du bist zurück. Dann hatte ich wohl recht. Es gibt keine weiteren Patienten mehr mit den Symptomen. Die sind alle plötzlich weg gewesen. Geht es dir jetzt etwas besser? War so eine Lücke zwischen. Okay. Guck mal, hier sind nochmal zwei Quests zum. Also, wir müssen jetzt. Oh lol. Wir müssen jetzt hier nochmal Area 43, gell? No. Und rein da, komm. 15 Minuten, da geht noch was. Irgendwer denkt sich bei uns draußen gerade, wir ballern einfach mal eine Runde. Echt jetzt? Jo. Ballert, Alter. Ja. Zero, jetzt pass mal auf. Das hört man sogar in der Aufnahme. Okay, Zero. Dann. Kannst du uns jetzt keine Langeweile mehr unterstellen? Keiner kann das. Denn unsere Folgen ballern, Alter! Die böllern. Die böllern! Böllern, aber richtig. Alter, Stufe 5, Alter! Richtig belohnt! GZ, mein Freund! Alles geil, Alter. Nutze Bank, Alter. Nee, Mann. Hier liegt nochmal was Rotes. Ach nee, das ist jetzt Geld gewesen. Rein, Alter! Bam! Denkst du, vielleicht kein Verbrauchs, als mit dem Abschluss, nicht heilen oder. Nicht cooler, jeder. Ich hätte so mit der Mission. Ja, alles klar, okay, korrekt.
Für dich ist das wirklich kein Problem, weil ich nicht hoch rein kann ohne Probleme. Okay, also pass auf, ich bin jetzt hier, jetzt habe ich gerade keine Frame-Einbrüche mehr, jetzt geht eigentlich alles wieder. Okay, das ist jetzt hier eine verborgene Quest. Nee, ist das nicht. Nice. Deine Folge. Es scheint wirklich etwas Schlimmes geschehen zu sein. Helferherz. Kämpfe in mir gegen dieses Monstergetümmel. Tada! E-Gitarre-Spielerin Stella ist auf Stelle. Hä? Wer bist du denn? Der Rettungstrupp? Klar, ich bin hier, um dich zu retten. Puh, ich bin gerettet. Das wäre fast schief gegangen. Bist du der Soul Forcer, der hier in Ruko Town alles durcheinander bringt? Ja, tut mir leid. Für dein hartes Alter bist du unglaublich gut. Das war doch nichts Besonderes. Mein Name ist Tommy. Ich arbeite für den Net-Konzern. Ich habe bei der Arbeit nur ein kleines Nickerchen gehalten und plötzlich war hier so einiges los. Die ganze Gegend ist voller Monstergetümmel. Ich hatte also keine Ahnung, was los ist, aber dann bist du zum Glück aufgetaucht. Ich dachte schon, ich müsste als Junggeselle sterben. Da vorne sind immer noch einige Leute, glaube ich zumindest. Eben habe ich noch Schreie gehört. Das ist super gut. Schreie, Menschen sind in Gefahr, ich muss los. Bitte beeil dich. Ich werde dir das nicht vergessen. Ich vergesse nie. Wenn ich dankbar bin. Ich bin Tommy, vergiss das nicht. Bist du ein Elefant oder was? Kommst du? I'm direkt hinter dir. Und jetzt. Attacke, Junge! Bam, Alter! Oh, Goldlack! Alter, nice! Ich glaube, der Level 5 ist gleich mal. Nice! Alles ist geil. Und jetzt gibt's einfach nur noch richtig dreckig in die Fresse, Alter. Geld. Warte, da liegt noch was. Geld und Bitmetall, Medibox. Ey, wir können nur den Skiller lernen. Oh, auf K, ja? Ja. Oh Gott, welchen soll ich nehmen? Erste du Klinge. Müsstest den zweiten in der ersten. Ach, sprengen! Ersten, zweiten ja, ja, sprengen, okay. Okay. Nice. Zack. Und du hast unten links auch so eine Voreinstellung. Da kannst du mal raufdrücken bei dem, wo dein Spreng drin ist und das dann auf die jeweilige Zahl schieben, wo du das haben willst. Ja, ja, auf hier jetzt quasi habe ich das. Das sind nämlich so eine Kombos. Ja. Wow. Also eine Vorschritten 3 kommt schon mit. LOL! Kompletter AOE, Alter, läuft. Ja. Aber irgendwas kann ich noch machen. Ich hab nochmal 3 Punkte, ich kann auch Skills verbessern. Was? Oh, ich hab auch noch 3. Grundangriff, Soul Strike, ja. Und den Grundangriff. Abrollen. Ausflüchte, was ist denn jetzt Ausflüchte? Das ist, wenn du genockt wirst, kannst du wegdashen. Also mit der normalen Ausweichen, das kannst du halt auch machen, wenn du in der Luft bist. Okay, und wo setze ich den jetzt drauf? Auf 5 oder wo setze ich den? Nee, nirgendwo. Das ist, wenn du den genug abführst oder genug back irgendwie CC'd wirst, einfach shiften den zur Seite. Ah, dann ausweichen drücken, ja, nice. Hat den ausweichen, wenn du halt irgendwie CC'd wirst oder auf dem Boden liegst. Okay, mein Grundangriff geht noch um einen hoch. Und dann habe ich einen Skillpunkt. Wir können unsere eine Fünferwaffe. Oh, Wirbelklinge. Ja, setze ich auch mal einen hoch, Alter. Nice. Ach, stimmt, unsere Fünferwaffe, nice. Ja. Das ist 5 Paket, können wir oben benutzen. Bam, Alter. Oh, ja, stimmt. Und Paket öffnen alle. Benutzen alle! Ein paar Kleinigkeiten drin. Oh. Ich habe aber nochmal 2 Pakete rausbekommen. Ja, das sind Level 10. Ja. Level 10er Bonus drin, die ziehe ich mal hier runter. Oh, und ich habe wieder Ding bekommen. Hier Ausrüstungsgegenstände. Ja. Da ist plus 1 drauf. Boah, abgebrüht Diamantenschulterschutz. Oh, deine Waffe sieht ja mal geil aus. Heftig, Alter. Alter, ich habe einen Diamantenschutz, Alter. Verteidigung. Alter, Abwehr von wie viel? Von 8 auf 32. Oh, lol. Ich hab so eine Yin und Yang Gitarre, so eine schwarz-weiße. Heftig. Okay, die Schuhe sind scheiße. Jo, also bei mir läuft der Lörres richtig, Alter. Also komm, aber mal, da hinten ist noch was. Oder ist das der Questtyp? Ja, das ist der Questtyp, sorry. Ja, rein, oder, Zero? Jo. Perfekt. Alter, One-Hits, Alter. One-Hits werden hier verteilt, Bruder. Ja, die Waffe ist halt ziemlich stark. Bam, und jetzt habe ich auf einmal wieder Frame-Einbrüche. Geil. Nice. Oh, ich habe wieder einen Gummi, Alter. Boah. Scheiße, ich konnte mit meinem Sprengen überhaupt nichts machen. Egal. Alter, hier gibt's viel Loot. Oh, guck mal. Hier. Deine Folge. Doch mal. Zack. Hier, abgeben. Deine Folge. Hallo. Wo willst du hin? Die Tür von da könnte eine Kiste drin sein. Ach so. Aber auch nicht. Puh, das war knapp. Da bin ich schon eingesperrt und dann auch noch mit denen von Netkonzern. Wirklich nervig.
Helferherz, der Rettungsruf, ein Glück. Moment, du bist auch noch jung. Ja, es ist ein Kind. Monstergetümmel. Ja, du warst also das Kind in der Operation Lupinennacht. Das heißt, du bist ganz allein hierher gekommen, wie ein echter Soulforcer. Es geht uns gut, wir sind nur erschöpft. Aber könntest du dich um den Typen vom Netkonzern kümmern? Er hat plötzlich keinen Ton mehr gesagt. Bitte Netarbeiter in die Mission. Warum zitterst du denn so? Oh, hast du einen giftigen Pilz verspeist oder so? Natürlich, es geht immer um Essen. Nein, das kann nicht stimmen. Hier in der Nähe sind nie im Leben giftige Pilze. Du scheinst vor irgendwas etwas Angst zu haben. Wenn du nichts sagst, kann ich dir nicht helfen. Und mit deinem reden. Bist du hier, um mich zu retten? Ah, das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Monstergetümmel. Der Rettungstrupp? Du bist noch so jung. Unglaublich. Oh, du zitterst ja am ganzen Leib. Hast du Schmerzen? Schon okay. Ich hatte nur solche Angst. Da war ein Wolf. Der war anders als die anderen Monster. Ich glaube, er sah jedes Mal anders aus. Erst war er schwarz, dann weiß. Vielleicht bin ich auch verrückt. Da vorne habe ich ihn gesehen. Im schlimmsten Fall könnte es ein Mel-Evil sein. Ein Melville? Melville? Du hast Angst vor einem, der malt? Wow. Nein, ein Melville. Will. Keine Sorge, ich male auch gern. Mit dem komme ich schon klar. Mein kleines Kind. Was ist jetzt hier nochmal? Oh, okay. Danke dir, fühle mich schon besser. Wir verschwinden lieber. Wer weiß, wann er wieder hier auftaucht. Hier hätte eine Vorratstruhe drin, dann hätten man so ein paar Sachen zum Herstellen von Waffen finden können. Oh, das ist auch nur so ein Teil, was manchmal da ist, deswegen habe ich das erstmal aufgemacht. Okay. Zero, wir sind bei 23 Minuten knapp. Wir machen die Mission jetzt noch zu Ende. Alles klar. Bin ich komplett bei dir. Bin komplett bei dir. Ah, lol. Oh, ich bin ja fast tot. Ah, lol, pass mal auf, Alter. Aber wenn du stirbst, stirbst du dann direkt oder kann ich dich irgendwie reviven? Ich weiß nicht, wie es im Multiplayer ist. Auf jeden Fall kann man im Singleplayer diese Wiederbelebung. Ich hab ja bisher immer reingeschrieben. Warte mal, oh, Alter, ich kann ja noch richtig viel einsammeln. Was ist das? Schau mich immer nach so einem Vorratskiste. Beinschutz habe ich nochmal. Hab ich irgendwas bekommen an Loot? Oder bist du eine gute Ausrüstung? Nee. Ah, Beinschutz gucke ich mir noch schnell an. Ja, macht das. Okay, nein, der hat 4. Der hat 5, den kennen wir schon. Der hat 16, den haben wir aber auch schon. Okay, ja, mein Invent ist gleich voll. Meinst du halt noch ein bisschen? Geh mal in den Inventar und geh mal auf Premium. Da hast du doch so ein Inventarweiterung, oder? Inventarweiterungsticket, ja, tatsächlich, ja. Dann geh mal auf normal und dann geh mal unten auf den Inventar, wo. Ah, geil! Weil man hat von Anfang an eins. Oh lol, wie geil! Ja, das macht glaube ich 3 rein oder so frei, das ist super 4. Fett! Ja, also rein da. Und da ist Exhane. Dafür bin ich auch immer jetzt am Anfang. Einfach weil ich nicht aufgepasst habe. Alter! Den haben wir mal so übel wegrasiert, Zero! Ja. LOL! Mal schauen, wie es in den nächsten Boss wird. Nur ein A? Was? Ja. Wir waren zu langsam. LOL. Okay, ja gut. Dann ist halt so. Hohn des Wahnsinns halt bekommen. Hohn des Wahnsinns? Der macht 28. Kann ich dir irgendwas droppen? Ich glaube nicht. Nee, nee, wenn ich jetzt wegwerfe. Ich glaube, wir können handeln. Ah ja. Ich glaub, können wir aber nicht in der Mission machen. Ja, schade. Ja, machen wir zwischen den Folgen, oder? Jo. Okay, ja, komm, dann rein da oder raus da oder wie auch immer. Ah, jetzt sind wir wieder draußen, oder? Jo. Der Fortschritt von Kampfarealen derselben Zone beeinflusst den übergeordneten Zonenfortschritt. Ich glaube sogar, ich weiß, warum es mir manchmal leckt, weil ich in 60 FPS aufnehme. Ja, ich nehme auch in 60 FPS aus und zwar volle Kanne. Ah, lol, wir sind wieder Kanal 2, nice. Mann, ey. Macht warum nix. Kanal 2 und nicht Kanal 1 immer automatisch? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, komm, aber, 7. Ja, ich bin aus Versehen in Kanal 8 gejoint, weil ich zu fette Finger habe. So. Hallo! ja. Willst du jetzt noch mit der reden in der Folge, um das abzuschließen, oder muss ich das nächste Folge wieder übernehmen? Mach das doch. Also wir sind schon bei 26, egal. Hau rein. Ja, Monstergetümmel. Mirium, ich hab die Menschen gerettet.
Wusste ich es doch. Ich hatte den richtigen Blick. Ach ja, ich habe Kekse vorbereitet, falls du Hunger hast. Willst du welche? Kekse? Natürlich. Danke, ich werde sie mir schmecken lassen. Warum fragt man die, ob ich überhaupt Kekse haben will? Wie viele will sie haben, ist die bessere Frage. So, guten Appetit. Leider haben wir danach wieder Arbeit zu erledigen. Filmsbro, erinnerst du dich, als du aus der großen Leere kamst und die Augen geöffnet hast, der Wolf, der dich fressen wollte? Ach, dieses weiße Hühnchen. Klar, an das erinnere ich mich. Hühnchen, wenn du ihn so nennst, wird die Situation schon nicht mehr so finster. Deckname Girender Sun. Er ist der größte unter den Monstern des widerlichen Monstergetümmels. Er gehört zur Kategorie Male Evil. Male Evil? Ich weiß es nicht. Monstergetümmel? Was ist denn das? Ah, das habe ich dir noch gar nicht erklärt. Der offizielle Name für das Monstergetümmel ist Soul Bell. Also nicht, warum da ein I dazwischen ist. Ich kann es nicht aussprechen. Keine Rolle. Sie sind sozusagen eine Kombination aus den organischen und den anorganischen Materialien in der großen Leere. Wir wissen nicht, was sie wollen. Nur, dass sie uns Menschen als Feinde betrachten. Unter den Soulbell gibt es Wesen, die einen untergeordneten Rang haben. Die werden Melville-Willen genannt. Wir erhalten immer mehr Berichte darüber, dass ein Melville namens Girender Sun an der Bohrstelle gesichtet wurde. Viele Berichte. Huch, aber von dieser Marmelade habe ich auch gehört. Als ich die Leute gerettet habe. Die Sem-Marmelade, okay. Ja, es ist kein Spiel, was auf Deutsch erstellt wurde, man merkt. Ja, du meinst Melville. Wenn du auch von ihm gehört hast, ist gut wie sicher. Second Lieutenant Wilber hat bereits mit der Suche begonnen. Bitte folge ihm zur Bohrstelle und schließe dich ihm an. Räume die Bohrstelle auf in Girender Sun. Klar, kann ich mit dem Hündchen spielen? Ich gehe da mal. In der Vergangenheit wurde ein ganzes Dorf durch einen Melville ausgerottet. Und weil die Kreatur so gefährlich ist, musst du sie so schnell wie möglich aufhalten. Also ich finde jetzt nicht, damit er sich schon... Hallo, mein Dialog geht halt immer noch. Meiner ging vorhin, hätte theoretisch auch noch vorhin gegangen, als ich gesagt habe, damit meine gespannte Persönlichkeit hat. Lol. Die wäre wahrscheinlich doppelt so lang gewesen wie deiner. Aber ich habe halt selber gelesen, deswegen. Alter. Trotzdem darfst du Außen- und Kräfte sparen. Das war ein Befehl und ein Auftrag. Wolltest du auch einfach nur meine Kraft ausnutzen, Miriam? War es eine Lüge, dass du Menschen retten willst? Dass du die Menschen so sehr retten willst, dass du dich überanstrengst? Ich weiß nicht so recht. Es ist, als ob mir jemand sagt, dass ich sie retten will. Du musst sie retten. Du kannst sie nicht einfach sterben lassen. Vielleicht ist es das Pflichtgefühl eines Soulworkers. Ich habe verstanden und vertraue dir die Mission an. Second Lieutenant Wilbur hat bereits mit der Suche begonnen. Bitte folge ihm zur Bohrstelle und schließe dich hier einfach an. Miriam, so, dendere dich ohne siehst du da stehen. So viel zum Thema, ja, herzliche Suche, Braun. Was? Na, hier steht er. Stimmt, der Wilbur, der alte Sack. Aber er sagt, lehre dein Geist, Alter. Okay, hier hinten gibt's wieder Dialoge. Ich freue mich. Was du? Ah nein, das ist auch schade, das ist die Marktus. Ich dachte schon, dass ich unter Hoden, Oden. Und dann ist neue Karte, ja. Scheiße. Zero. Würde ich sagen, vielen lieben Dank für die geile Moderation, Alter. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich würde sagen, kein Problem und irgendwie hat sich da keine Ahnung gebildet. Okay, kein Problem. Ja, meine lieben Freunde. Ich danke euch recht. Nee, seine Folge, lol. Ja. Na, ja, liebe Leute, ich danke euch sehr herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Ich denke mir, der Lazy auch, der sich gerade wieder verwirrt in die Kuh schaut und traurig aussieht. Mäh, arme Ding. ja. Jetzt freut sie sich. Ich tanze mal eine Runde. ja. Ich würde das Spiel vor der nächsten Folge. Lazy tanzt wieder komplett verwirrend. Gar nicht irgendwie anzüglich oder so. Ja. Und man sieht ihn schlimmer. Ja. Ja. Warte. Ja, da. Ne, da sind meine Haare vor. Ja, da. Wahrscheinlich Abmord dauert länger wie die ganze Folge. Ja. ja. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Lass ich das noch was zu sagen? Ich bin immer noch der Musiker und du bist immer noch scheiße. okay. Dann bis zur nächsten Folge und ciao. Ja. Ciao. Oh, 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 oh
Wie heißt das Spiel? Zollbefürworter. Ehre.